Und jetzt möchte ich bitten, die erste Kapelle auf die Bühne zu treten, und das sind die Daksha Spatzen. Diese Kapelle, die Daksha Spatzen, wurden 2012 gegründet. Da kommt selber. Mit der Absicht. Die schwäbischen volksmusikalischen Traditionen zu pflegen und auch mit der Zielsetzung der jüngeren Generation diese Musik bekannt und beliebt zu machen. Der Grundstock ihres Repertoires ist die traditionelle Volksmusik, aber sie spielen auch österreichische Oberkreiner- und Unterhaltungsmusik. Sie spielen oft auf Schwabenfällen, Musiknachmittagen, aber auch auf Geburtstagsparty. Wer will, kann sie buchen, sie sind jederzeit verfügbar. Auf der Klarinette, im Saxophon und Gesang haben wir den Mikla Schwager, Harmonika, Schlagzeug und Gesang, Kleinheiser Andrasch, Gesang und Synthetisator der Kleinheiser Peter, Schlagzeug, Gitarre und Gesang Attila Schulmuschi. Und der Leiter dieser Kapelle, der David Schulmuschi, Trompete, Harmonika, Gitarre und Gesang. Zu diesem jungen Menschen möchte ich noch kurz etwas sagen. Er ist nicht nur der Leiter dieser jungen Kapelle, er ist auch der Leiter des Landesrat Harmonika Jugendauswahlorchester. Und dort führt er seit 2 Jahren die musikalische Leitung von unserem ehemaligen Musiklehrer, Herrn Stefan Geiger, Leiter. Dieses Harmonikaorchester wird einmal im Jahr zusammengerufen zu einem Harmonikalehrgang und spielt dann dort ein wunderbares Konzert. Haben auch schon einige Auftritte hier in Ungarn und einen Auftritt in Österreich und Deutschlandsberg. So viel zu seiner Person. Am Programm haben Sie heute als erstes Stück Auf zum Sieg, einen Marsch. Als zweites Stück die Wiesengrabenpolka und als drittes die Annapolka. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung mit den Daksha Spatzen. Thank you.
verspaßen. Ich glaube, sie haben gehörig gezwitschert.